Jetzt bin ich ja mal gespannt, was der Weihnachtsmann auch dieses Jahr gebracht hat. Eine sechswöchige Weltreise auf dem Luxusdampfer meiner Wahl im Wert von 40.000 Mark. Und eine 25-Zimmer-Villa mitten im Grünwald. Fröhliche Weihnachten. Danke, mein Junge. Und das ist für dich. Danke, Mama. Ein selbst gehäkelter Topflappen. Das ist wunderschön. Und wisst ihr, was mich so traurig macht? Dass es mir bei der Auswahl meiner Geschenke nie gelingt, einen persönlichen Bezug herzustellen. Aber das stimmt doch gar nicht. Sieh mal, die Mami freut sich über ihre Weltreise genauso wie ich über meine 25-Zimmer-Villa in Grünwald. Ach, das sagt ihr doch nur so, weil ihr mich nicht kränken wollt. Sieh mal, Junge, oft sind es ja gar nicht die kleinen, selbstgebastelten Sachen, sondern... Ja, die großen Geldgeschenke, die haben so richtig Freude bereitet. Ich lass mich doch nicht länger von euch verarschen. Was macht er denn jetzt an seinem Chemiebaukasten? 98% aller Kinder reagieren höchst sensibel auf Selbstgebasteltes.